Freunde, heute es wird mal wieder Zeit, ein Video zu starten. Und heute bin ich im Schwerterwald. Und im Schwerterwald, das ist ein besonderer Wald auch für mich persönlich, aber ich kann natürlich nicht hier dran vorbeigehen. Das indische Springkraut. Ja, es ist ein Neophyt und es hat sich ziemlich breit gemacht. Ich zeige das mal hier so. Alles voll. Es fühlt sich hier sehr wohl, weil es ist schön feucht und trotzdem sonnig warm. Ich will jetzt auch gar nicht auf Neophyten eingehen, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Bei dem indischen Springkraut ist es auf jeden Fall so, dass die Samenkapseln aufspringen, deswegen Springkraut. Ich versuche das mal gerade zu zeigen. Zack, und die Samen fallen raus. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen manipuliert, weil die sind noch nicht so ganz reif, die sind eigentlich ein bisschen dunkler. Vielleicht haben wir noch mal Glück. Nee. Normalerweise springen die richtig auf, wenn man bei der kleinsten Berührung, wenn man drankommt. Und dann hat man diese kleinen Körnchen in Schwarz. Und wenn man die entweder direkt isst oder in der Pfanne etwas anröstet, dann schmeckt das so lecker wie Pinienkerne. Die kann man sich wunderbar über einen Salat machen. Und das indische Springkraut, auch Drüsenkraut genannt, nicht ohne Grund, weil es unsere Lymphen reinigt. Also nicht nur schimpfen, dass es da ist, sondern es ist vielleicht nicht ohne Grund da. Vielleicht nützt es uns ja was und es ist gut, dass es hier eine kleine Lymphreinigung gibt. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr jetzt hier dran vorbeigeht, habt Spaß beim Aufschnippen, ist auch immer was für die Kinder. Und gönnt euch mal ein paar von diesen Samen. Sind sehr, sehr nahrhaft, haben ein gutes Öl und sehr gesund. Bis dann!